Mit ihr langweilen ist auf einer Ukulele in Ägypten entstanden. Da habe ich einen Kurzurlaub mit Henrik gemacht und der hat auf dem Balkon immer mit dieser Ukulele rumgespielt. Und irgendwann war ein Riff dabei, was scheinbar irgendwie was mit mir gemacht hat. Und dann war auch schon die Melodie vom Song da und die mit der Langweilenzeile auch schon. Und ich find's immer gut, wie auch bei der Lücke im Lebenslauf, Dinge in so einen anderen Kontext zu rücken. Und Langweilen wird sehr, sehr selten positiv benutzt, obwohl ich großer Fan von Langeweile bin. Und normalerweise fällt es mir halt viel leichter, melancholische Songs zu schreiben, als so komplett fröhliche Songs. Und das Gute ist, dass auf so einer Ukulele einfach alles fröhlich klingt. Also du kannst darauf gar keine Melancholie entstehen lassen. Es klingt alles gleich nach Urlaub. Ich habe den dann irgendwann in Berlin mal Hen, also Namika, gezeigt, die da gerade mit ihrer Freundin Luam im Studio war. Und ich weiß noch, dass Luam irgendwas meinte in Richtung, ich tanze eigentlich nie zu deutschen Songs, aber hier würde ich eine Ausnahme machen oder so. Und Hen hat das auch gefeiert und das habe ich mir gemerkt. Und dann bin ich irgendwann mal auf sie zugekommen und habe gefragt, ob sie das nicht mit mir zusammen singen will. Wir haben ja viel für ihre Alben zusammen gemacht und ich finde es sehr schön, dass es dann jetzt auch einen gemeinsamen Song gibt. Vor allem einen Song, der emotional mal ausnahmsweise nicht so viel von einem will.